Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, lange haben wir gewartet. In der letzten Folge haben wir soweit alles vorbereitet. Heute betreten wir endlich die uralten Ruinen. Okay, sieht auf jeden Fall schon mal sehr rätselhaft aus. Ist das ein Thron? Oha. Okay. Kann man die hier wegmachen? Die kann man auch wegmachen. Und hier ist. Nee, das ist nur Wasser. Ich mach die trotzdem jetzt hier drin mal weg. Es kann ja sein, dass da vielleicht mal irgendwas hinter ist oder so. Normalerweise nicht, aber wir machen es trotzdem mal. Entferne Kristalle, das können wir auch mal direkt abhaken. Ich mache das ja immer, wenn ich irgendwo in eine neue Höhle oder irgendwas reinkomme, dass ich dann direkt erstmal die Sachen entferne. So, hier ist auch noch was. Weil kann ja immer mal sein, dass man sich genauer umsehen muss. Da hinten sind auch noch welche. Merlin, du wirst mir jetzt bestimmt irgendwas davon erzählen, was das hier für Geheimnisse hat, beziehungsweise für Rätsel, oder? Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Wie merkwürdig siehst du das, Gameplayerin? Ich glaube, das ist, naja, das ist eine Falltür. Es wäre kein Abenteuer ohne Falltür, ja, so in etwa. Ich schätze, ich sollte es vermeiden, dorthin hinzugehen. Oh. Ganz im Gegenteil. Ich bin sicher, dass das, was wir suchen, unter uns liegt. Wir müssen also einen Weg finden, diese Tür zu öffnen. Ich werde sie weiter nach Hinweisen absuchen. Vielleicht kannst du versuchen, die anderen Kammern auf dieser Ebene zu untersuchen. Ich habe in der Nordkammer eine Art uraltes technisches Gerät bemerkt. Ein seltsames Podest in der Westkammer und eine Abbildung mit Musiknoten in der Ostkammer. Okay, ich bringe dir Fotos von allem, was ich finde. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Ja, das glaube ich. Obwohl du ja lange Zeit nicht wusstest, was Fotos sind, ne? Okay, also ich sehe erstmal, dass hier auf jeden Fall eine Verbindung herrscht zu dem Ding da hinten. Und zu, nee, zu dem hinten nicht, aber zu dem hier. Da hinten sind nochmal Druckplatten. Vielleicht kriegen wir eine Verbesserung, dass wir hier diese Felsen wegmachen können. Das könnte ich mir gut vorstellen. Machen wir das hier auch mal kurz weg, damit wir hier ein bisschen mehr Platz haben. So, sind drei, ne? So, dann Bilder wovon? Von dem hier wahrscheinlich, oder? Podest, Computerterminal, Musiknoten. Ja. Keine Ahnung, was davon du jetzt bist, aber ich mache da auf jeden Fall ein Bild von. Zack. Ich hoffe, das reicht. Ja, das. Ah, du bist das mysteriöse Podest. Okay. Gut. Übrigens, wenn ich ein bisschen heiser klingen sollte, ich weiß nicht, wie sie es in der Aufnahme tatsächlich anhört. Das ist leider tatsächlich so. Ich meine, wir haben wunderschönes Wetter momentan, aber. Was ist das denn? Aha, da ist was drin. Also ich wette mit euch, dass man die Dinger gleich weghauen kann, wenn wir mit Merlin gesprochen haben. Ja, aber trotz wunderschönem Wetter ist es morgens halt immer noch kühl teilweise. Und das mag mein Hals so gar nicht. Das ist das uralte Computerturm. Ach so, das da unten, meinte der. Okay, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Hier ist auch noch mal so ein Ding. Frage ist natürlich, wo müssen wir die Sachen dann benutzen? Sollten wir sie wirklich rausmachen können? Vielleicht ist das auch nur Deko, weiß man natürlich nicht. Was bist du denn? Da muss anscheinend auch noch was rein. Oder da kommt das Ding rein. Oder alle drei, man weiß es ja nicht. Ich habe mich jetzt nicht so genau umgesehen in den anderen. Ob da auch so. Nee, hier, ach, hier sind alle drei. Oh, was habe ich denn jetzt genommen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da war jetzt nur Geld drin. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Hier draußen ist noch eins.
Und hier sind die Musiknoten. Ach, oder sind die für die Musiknoten? Das kann natürlich auch sein. Ich spekuliere jetzt, anstatt das Spiel zu spielen. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber es ist doch auch sehr interessant, das mal so nach und nach selber rauszufinden. Beziehungsweise dann zu kontrollieren, ob es dann wirklich so ist, wie man sich das gedacht hat. Was ist denn da hinten? Ist das ein Grafikfehler? Kommen wir auf jeden Fall so nicht hin. Achso, halt, stopp, wir brauchen noch ein Bild. So. Müssen wir von dem ganzen Bild machen? Oder reicht das so? Ja, jetzt hat es ein bisschen den Kopf weggedreht. Sollte reichen. Okay, perfekt. So, Merlin, ich zeig dir mal die Bilder. Dann sag du mir bitte, dass du eine Erweiterung für meine Spitzhacke hast. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Wie merkwürdig. Es scheint, dass die alten Kammern den Schlüssel zum Öffnen der Falltür enthalten. Das müssen Tests sein. Tests für genau die Eigenschaften, die diese antike Zivilisation schätzte. Ja, vor allen Dingen die uralte Konsole in der Nordkammer, ne? Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ach so, kann ich bei jedem fragen, ne? Die uralte Konsole in der Nordkammer? Oh. Es ist eine Form der uralten Technologie. Die antike Zivilisation schätzte technische Innovationen. Du musst jemanden auf dieser Insel der Ewigkeit finden, der sich mit diesem Gerät sprechen kann. Jemanden, der sich mit solchen Dingen auskennt. Also wenn wir Daniel Düsentrieb schon hätten, dann würde ich sagen, könnte ich den mal ansprechen. Also Goofy nicht. Herr Wally hat mehr so Pflanzen im Kopf. Ich denke mal eher Eve, oder? Eve? Ja, Eve wäre perfekt. Sie hat eine lange Zeit auf der Insel der Ewigkeit verbracht, umgeben von all dieser uralten Technologie. Ja, das kommt natürlich auch noch hinzu. Okay, ich bitte Eve um Hilfe. Die erhöhte Plattform in der Westkammer? Es sieht aus wie eine Art Podium. Ich vermute, dass hier einst eine Statue von zwei großen Helden stand, die aber schon lange zerbröckelt sind. Du musst jemanden finden, der ziemlich kräftig ist, um darauf zu stehen und ihn auszulösen. Jemand, der eine heldenhafte Pose einnehmen kann. Offensichtlich schätzte diese antike Zivilisation Stärke und Helden. So jemanden werden wir brauchen. Ja gut, dann kann das nur Maui sein. Also Gaston ist vielleicht stark, ja. Vielleicht sind seine Muskeln auch nur aufgepumpt, weiß man nicht. Aber Maui ist zusätzlich natürlich noch ein Held. Gaston ist ja genau das Gegenteil. Ich natürlich, genau. Ich bin sehr schwer und heldenhaft. Maui? Die Idee ist gut. Aber ich wage zu behaupten, dass Maui ein bisschen zu viel für diese Plattform sein könnte. Die antike Zivilisation könnte sich nicht darauf verlassen, dass die nachfolgenden Generationen einen Halbgott in ihrer Mitte haben würden. Ja, aber das ist der einzige Held. Aber Gaston, er würde sich ganz gut machen. Okay, also streichen wir das mit dem Helden, nehmen wir das nur mit den aufgepumpten Muskeln. Gut, ich werde mit Gaston darüber reden, wie man es auslöst. Und die Musiknoten in der Ostkammer? Es scheint, dass die antike Zivilisation die Kreativität und insbesondere die Musik als eine der reinsten kreativen Formen schätzte. Aber ich... Du musst jemanden finden, der sich mit Musik auskennt, um ihn zu entschlüsseln. Ja, Musik kann ja eigentlich... Ja. Ja, doch. Ich würde sagen Rapunzel, weil... Also, Kunst hätte ich jetzt eher gesagt Rapunzel. Aber sie hat natürlich auch gesungen. Remi hat nicht gesungen. Der hat nur gekocht und gebacken quasi. Dagobert Duck... Weiß ich nicht, vielleicht hat er in seiner Jugendzeit mal eine Band gehabt, ich habe keine Ahnung, aber ich frage mal wegen Rapunzel. Ein sehr kluger Vorschlag. Sie ist eine gute Sängerin und Instrumentalistin. Gut, ich werde mit Rapunzel reden. Großartig. Die antike Zivilisation muss Stärke und Heldentum, technologisches Wissen und Innovation sowie Kreativität und Musik geschätzt haben. Gut, Kreativität, da zählt Rapunzel auf jeden Fall. Zu. Aber niemand hätte all diese Talente in sich vereinen können, was sie also vielleicht am meisten schätzten war, Freundschaft und Zusammenarbeit. Das heißt, niemand kann den Funke der Vorstellungskraft allein erreichen. Aber mit der Hilfe von Gaston, Yves und Rapunzel wirst du es sicher schaffen. Meisterhaft!
Ja, oh mein Gott. Hier kam ich doch her, ne? Ja, das Wasser hat mich jetzt gerade so ein bisschen irritiert. Berechnung nicht möglich. Oh je. Okay. Ja, fangen wir mal bei dir an. Du stehst gerade vor mir. Eve, ich habe eine ganz besondere Aufgabe für dich. Oh, scanne dieses Foto. Unter der Insel der Ewigkeit gibt es diese uralten Ruinen. Da unten steht ein uralter, komischer Computer. Du musst dich da reinhacken. Das sollte doch ein Kinderspiel sein, oder? Ah. Oh nein, Eve, du siehst traurig aus. Du glaubst nicht, dass du mit diesem Computer sprechen kannst? Nein. Auf der Insel gibt es so viele alte Technologien. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, ein Zubehörteil herzustellen, das dir hilft, dich mit dem Computer zu verbinden. Ein Blatt Papier? Wow, was ist das? Es sieht aus wie eine Art Karte. Eine Karte zu Teilen von etwas, das uralter Prozessor genannt wird. Das muss es sein, was wir brauchen. Ich werde diese Karte benutzen, um alle Teile zu finden und dir Bescheid sagen, sobald ich sie habe. Okay. Untersuche die Karte im Inventar. Also mit einem Rechtsklick. Oh Gott. Ja. Ich mache mir mal eben ein Bild davon, damit ich das nicht immer aufmachen muss. So. Okay. Immer gut, wenn ein Handy dabei ist. Also, das heißt, wir müssen. Wo sind wir denn hier überhaupt? Hier sind wir gerade, oder? Hier ist der Tempel, würde ich mal sagen. Das heißt, wir müssten theoretisch unten in der Kammer von Eve angeln. Also da, dieser Garten von Eve und Dings. Das würde ich dann erstmal nach hinten schieben. Da muss man graben. Oh mein Gott, das ist so ungenau alles. Also erstmal Spitzhacke ganz oben links. Spitzhacke ganz oben links. Da ist Norden. Also ich nehme an, dass hier jetzt die Kammer ist, wo wir gerade rauskamen. Spitzhacke ganz oben links. Was haben wir denn da? Naja, doch. Das sieht aber so aus hier unten. Das wäre dann hier oben in der Ödnis, ganz oben in der Ecke. Da muss ich doch direkt mal einen Schluck nehmen. In der Hoffnung, dass ich jetzt auch noch besser reden kann. Also Moment, das müsste dann da oben in der Ecke sein. Heißt das jetzt, dass das hier irgendwo ist oder heißt das jetzt, dass das da drin ist? Da geht es aber wieder runter. Geiler Grafikfehler. Dahinter komme ich nicht, ne? Das sieht so aus, oder? Nee. Dahinter komme ich nicht, da kommen nur die Fliegeviecher hin. Also laut der Karte müsste das eigentlich hier sein. Es kann aber sein, dass. Moment, ich muss mir die Karte nochmal genau angucken. Es kann wirklich sein, dass das. Das ist. Im Prinzip ist das hier oben in der Ecke angezeigt. Das ist das, was mich so stört. Das ist alles so ein bisschen. Nee, Moment. Nee, das soll hier sein. Ach, das ist gar nicht die ganze Karte. Das ist nur dieser Teil hier. Weil das Wasser hier ist nämlich auf der Karte zu sehen. Da müsste das hier oben sein. Moment, dann gehen wir mal eben dahin. Aber welche, ja, Steine oder was auch immer müssen wir dann da kaputt machen? Oder anders gesagt, was müssen wir da jetzt genau machen? Drücke Escape und sieh dir die Schatzkarte. Achso. Also, wir müssen auf jeden Fall erstmal oben in dieses kleine Kabüffchen da reingehen. Wenn ich das hier richtig verstehe. So, die große Frage ist nur, hier ist ja nichts zum Kaputt
Put. Nee, das ist auch gar nicht hier. Ach, das ist. Ah. Ah, ja. Ich habe mich vertan. Das ist das, wo wir, ich glaube, das erste Mal, ja, die Sachen, sage ich jetzt mal, von Gaston gefunden haben. Oh, die nehmen wir natürlich noch eben mit. So. Das heißt, wenn wir hier rumgehen und dann hier direkt links, da müsste das drin sein. Die Frage ist nur, was müssen wir jetzt genau damit machen? Oh, Moment. Das ist neu. Das ist definitiv neu. Okay, ein Buch haben wir da drin gefunden. Okay. Ein Buch. Dann. Da muss ich mal eben schauen. Das nächste ist in so ein Viereck. Da oben ist das. Das ist hier. Das müsste hier eigentlich sein. Aber da kommen wir doch gar nicht rein. Da bräuchte ich dann entsprechend die Dings für. Also es müsste quasi hier drin sein, aber da kommen wir doch gar nicht. Hä? Es ist tatsächlich laut Karte das hier eingezeichnet. Weil da ist auch dieser Knick hier. Und hier soll ich mit der Uhr rein. Die Frage ist nur, wie soll ich da hinkommen? Ach, oder soll ich von hier unten unter dem Wasserfall da hingehen? Das kann natürlich auch sein. Oh, da ist schon wieder. Was ist denn heute los? Ist doch nur ein Tag vergangen. Normalerweise brauchen die unheimlich lange, bis ich wieder diesen Sand hier holen kann. Also bis wieder Sandwolle kommen. Jetzt auf einmal werden die überall reingeballert. Ich meine, ich beschwere mich nicht, ne? Ich meine, dadurch kriege ich ja schnell und quasi auch effektiv den Sand. So, es kann sein, dass ich hier suchen muss. Ich bin jetzt sehr weit links. Das heißt, ich bin hier in dem Gebiet eigentlich. Oder reicht das schon aus, wenn ich hier auf der Seite bin? Das müsste eigentlich ausreichen. Das zeigt nach da. Leider kann man es nicht richtig sehen. So. Ja, perfekt. Dann haben wir die Blaupause. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Moment. Also, die Karte geht ungefähr bis hier. Das nächste, was wir haben, wäre dann hier oben eigentlich. Frage ist, kann man da ja, mit einer Schaufel irgendwas machen? Oh, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir das natürlich auch gerne mit. Und ich habe gerade gesehen, da oben ist auch schon wieder was. Ich muss natürlich den Leuten den Weg frei machen, das ist doch klar. So. Gott, das wird ja eine richtige Schnitzeljagd. Ich mag das ja eigentlich unheimlich gerne, dass man dann so suchen muss und seine grauen Zellen mal wieder ein bisschen anstrengen muss. Ich habe auch gerade erst gestern noch ein Spiel gekauft, was jetzt die letzten Tage auch, die nächsten Tage auch hochgeladen wird. Das ist so eine Art Escape, ja, Escape Room kann man nicht sagen, aber man muss so Rätsel lösen, um irgendwo zu entkommen. Ah, Moment, das sieht gut aus, aber dafür brauchen wir doch erstmal das hier, ne? Genau, dann müssen wir das wegmachen, damit wir da hinten das ausbuddeln können. So, ist hier rechts auch noch was gewesen? Nee. Ja, doch. Du schaffst das. Okay, perfekt. Dann muss ich jetzt nochmal auf der Karte gucken. Wir sind jetzt hier. Wir sind eigentlich gar nicht da, wo es eingezeichnet ist, aber okay. Wir haben
Hier unten, nee, Moment, das hier ist der Garten, ne? Das müsste das obere sein. Nee, das ist das obere. Wie komme ich denn da hin? Das ist auf jeden Fall der Garten, würde ich sagen. Beim Garten müssen wir angeln. Das würde ich, wie gesagt, lieber als letztes aufbewahren. Und hier müssen wir wieder buddeln. Aber wie komme ich jetzt da hin? Ach, vom Innenhof aus. Das ist, glaube ich, dieses eine. Ja. Ich gehe davon aus, das ist das, was ich jetzt gerade im Kopf habe, was ich euch jetzt allerdings gerade schwer beschreiben kann. Also hier geradeaus und rechts, wo wir das erste Mal die Werkbank, die uralte, da gefunden hatten. Ich hoffe, dass es das ist. Sieht aber ganz gut aus. Und da müssten wir theoretisch irgendwo hier buddeln können. Ich nehme aber an, dass da wieder irgendwas davor ist. Ja, es ist. Oder daneben in dem Fall. Brauche ich gleich irgendwie ganz viel Sand? Oder warum haben die das jetzt auf einmal überall? Das macht mich ein bisschen nervös, als ob ich hier so ganz viel bezahlen müsste oder so. Okay, perfekt. Ja, dann haben wir eigentlich nur noch. Können wir da irgendwo schneller mal eben hinporten? Dann haben wir eigentlich nur noch diese eine Stelle. Ich gehe davon aus, dass das die Stelle hier bei, also in dem Garten von Bolly und Eve ist. Wenn das schon mal gerade auf dem Weg liegt, mehr oder weniger, nehmen wir das natürlich auch noch kurz mit. Wie viel haben wir denn eigentlich mittlerweile? Oh, 17.000 schon wieder. Das ist cool. Weiß ja nicht, was ich noch bezahlen muss. Aber ich denke mal, ich muss. Was habe ich gesagt? Moment, dass wir hier unten rumgehen, ne? Wahrscheinlich muss ich dann auch. Ah, nee, es ist ja zum Angeln. Dann brauche ich wahrscheinlich keine. Erstmal eben gucken. Achso, doch, da oben war das mit dem. Ja, doch, klar. Dann brauche ich jetzt die Angel. Die Frage ist nur, wo angel ich jetzt genau? Eve ist auch schon da. Ah, perfekt. Ja, ich habe schon fast gedacht wegen dem Goldenen. Repariere den uralten Prozessor an einem Tisch der Zeit. Okay. Dann machen wir das doch. Wo kommst du denn jetzt gerade schon wieder her? Warst doch eben noch nicht da. So, Tisch der Zeit. Aufgabe. Uralter Prozessor. Oh, da bräuchte ich dann auch noch Zahnräder und alles für. Das hätten sie dann aber auch. Mann, dann kann ich schon wieder nichts herstellen. Ach, das ist doch doof. Warum kann man nicht mal Quests kriegen, ohne dass man hier immer sein komplettes Inventar leer, also, ne, leer machen muss? Bringe das zu Eve. Eve kommt mir, glaube ich, hier oben gerade entgegen. Eve? Ja, ich will dich da nicht so auf der Treppe. Da kann man immer so schlecht ansprechen. So. Name? Alles klar, Eve. Ein uralter Prozessor für dich. Glaubst du, das reicht aus, um mit dem uralten Computer in die Ru in den Ruinen zu kommunizieren? Geheim. Es scheint nicht richtig zu passen. Ich denke, das ergibt Sinn. Vielleicht könnte ich eine Art Universaladapter herstellen, um den Prozessor mit deinem System zu verbinden. Aufgabe. Das bedeutet wohl, dass ich ein bisschen mehr darüber lernen muss, wie du arbeitest. Vielleicht kann ich damit anfangen, indem ich Fotos in deinem Haus mache. Okay. Etwas die Technik von Eve nachbauen. Mach ein paar Fotos von Gegenständen in Eves Haus. Etwas Rundes mit Löchern. Hat der Tisch Löcher? Nein. Eine Art Elektrizitätsfassung und einige gläserne Kugeln. Okay. Wenn das so weitergeht, muss ich hier pro Folge noch jeweils eine Aufgabe von den Bewohnern hier machen. Das ist ja schlimm. Gaston steht hier auch schon bereit. Ja, mit dir kann ich jetzt gerade nicht reden. Ist
jetzt nicht so, als ob mir das leid tun würde, ehrlich gesagt. Der Tisch hat tatsächlich Löcher, aber anders, als ich mir das jetzt gedacht hatte. Moment, also, etwas Rundes mit Löchern. Wo ist denn jetzt mein... auf der 6? Okay. So, zeig mal drauf. Aha. Ja. So, eine Art Elektrizitätsfassung. Meinen die Glühbirnen oder was? Einige gläserne Kugeln. Also gläserne Kugeln könnte ich mir noch vorstellen, wenn man die denn hinkriegt, hier so aus der Perspektive. Ich versuch's mal von hier. Ja, doch. Ich kann es jetzt nicht drehen, warum auch immer ich das Bild gerade nicht drehen konnte. Okay, das sind die gläsernen Kugeln. Also Elektrizitätsfassung könnte ich mir jetzt nur noch hier unten die Dinger vorstellen. Ah, ich weiß nicht, die sind nicht so gut da drauf. Ja, okay, perfekt. Oh mein Gott, dann brauche ich 3 mechanische Teile. 2 Messingbarren, okay, das ist kein Problem. Hoffe ich zumindest. Ach, die ist immer noch im Seufzen, die arme Eve. Ich weiß nicht, was die für Probleme hat. Ich meine, die sind Roboter, aber die wirkt irgendwie total depressiv. Messingbarren. Ich glaube, da brauchte ich Zink für, oder? Müsste ich aber eigentlich genug von haben. Mechanische Teile, das macht mir schon eher Probleme. Kann ich das hier drin machen oder an der anderen? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Die mechanische Teile, das müsste ich doch eigentlich... Bei Messingbarren kann ich ja auch hier dran machen. Hier, Messingbarren und dann mechanische Teile. Ah, okay, da brauche ich Messingbarren und Bronzebarren. Das waren die Dinger, okay. Ich brauche 3 mechanische Teile und zusätzlich nochmal 2 Messingbarren. Da brauche ich jeweils 1, ne? Das heißt... Oh, oh, oh. Ich kann nur 2 machen. Oh nein, kommt, Leute. Achso, Messing habe ich doch richtig. Ach, kommt, Leute. Euer Ernst? Okay. Ach, kommt. Zink war das, was ich jetzt brauche, ne? Gilt das jetzt... Nee, ne? Gilt unter Sammeln wahrscheinlich. Zinn oder Zink? Ach so, Moment. Jetzt muss ich doch nochmal genau nachgucken. Messingbarren. Zink. Okay, mit K. Okay, das haben wir im Grasland, in der Promenade, im Hain und in der Lagune. Ja, ich würde sagen, damit das jetzt nicht zu lange dauert hier, werde ich mich jetzt mal eben aufmachen, schauen, dass ich davon, fangen wir mal hier oben an, dass ich davon noch was finde und werde euch dann gleich wieder hinzuholen, wenn ich dann die Sachen wieder bearbeiten kann bzw. herstellen kann. Bis gleich. So. Das, was ich gefunden habe, müsste jetzt eigentlich ausreichen. 3 mechanische Teile muss ich herstellen. Nee, das war die Stromversorgung. Ich wollte gerade sagen. 3 mechanische Teile. Das heißt, wir brauchen 3 Messingbarren noch. Zack. Und 3 mechanische Teile. So. Stelle den Gegenstand Universaladapter her. Universaladapter, das ist der hier. Da brauchen wir noch Kupfer, Plastik, Schrott, Glas. Okay. Das ist nicht ganz so teuer. Die Sachen habe ich zum Glück öfter mal geholt. Bringe Eve den Gegenstand. Wo ist Eve denn schon wieder abgeblieben? Diesmal ist sie nicht bei sich. Ach, da oben. Okay. Ah, mal gucken, ob sie auf uns zukommt oder ob wir ihr wieder hinterherlaufen müssen. Evelein. Gaston, geh mir aus dem Weg. Ich muss zu Eve. Da hinten ist sie.
Eve. Boah, ich hasse das, wenn die so hoch fliegt. Also ich finde es ganz süß, aber wenn man sie da nicht ansprechen kann in dem Moment, das ist halt ätzend. Ah, jetzt ist sie wieder unten. So, Eve, bitteschön, dein Universaladapter. Aufgabe. Eve, das war's. Mit all dem solltest du in der Lage sein, mit der Konsole in den uralten Ruinen zu kommunizieren. Warum wartest du nicht da unten auf mich? Ich muss nur noch Gaston und Rapunzel helfen. Ich treffe dich dort, okay? Aufgabe. Ja, wunderbar. Oh, jetzt habe ich gerade leider T gedrückt, um wieder das von Merlin anzunehmen. Das war natürlich Quatsch, weil das können wir erst weitermachen, wenn wir den Rest gemacht haben. Ja, das war auf jeden Fall wirklich eine längere Folge dann mit der ersten Sache. Dann würde ich sagen, dass wir entweder für den nächsten oder für die nächsten beiden dann eine separate Folge machen. Das heißt, dass wir hier leider einen kleinen Cut machen müssen und dass wir in der nächsten Folge dann erstmal mit Rapunzel weitermachen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.